So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ostruth. Ja, wir sind hier wieder oder immer noch in unserer kleinen Stadt. Und es werden Dinge gebaut. Zum Beispiel, diese Brücke ist nun fertiggestellt. Und dann geht es jetzt weiter an diese beiden Häuser, die hier sind. Sehr schön. Okay. So, da packen wir jetzt mal in jeden einen weiteren Arbeiter rein. In jede Fischerhütte. So, dann brauchen wir jetzt auch bald hier oben mal eine, oder besser gesagt, einfach weitere Häuser. So. So, dich ziehen wir dann mal nach vorne, weil die brauchen halt noch ein bisschen. Okay, die Forestry, die machen wir dann jetzt einmal zu. So, was haben wir denn dieses Jahr auf den Feldern? Wir haben einmal Weizen, einmal Sunflowers, zweimal Kartoffeln, einmal Sunflowers und einmal Kartoffeln. Okay. So, was gibt's hier? Das Haus dürfte jetzt fertig sein, sehr schön. Warum habt ihr denn kein Eisen? Wieso habt ihr kein Eisen? Das ist doch blöd. Okay, wir brauchen bald wieder Eisen. Brauchen wir euch auch nicht mehr so viel. Eine neue Familie, sehr schön. So, was können wir denn dann als nächstes schon planen? Können hier zum Beispiel mal ein weiteres kleines Häuschen bauen.
Was gibt's denn noch, was wir noch nicht haben? Ein Pick, also einen Schweinestall haben wir halt noch nicht. Wir können ja eigentlich auch mal hier eine kleine weitere Farm bauen. Und dann kommt hier neben nämlich kleine Häuser. Sehr schön. Dann drehen wir das Ganze einmal. Geht davon aus, doch, hier kriegen wir tatsächlich ein Häuschen rein. Hier aber nicht. Nee. Dann erstmal nicht. Man kann da ja eine kleine Kapelle hin und so ein kleiner Garten mehr oder weniger. Die Sachen ziehen wir dann auch erstmal vor. Dann würde ich auch gerne hier eine zweite Kirche bauen. So. Die können wir auch eigentlich mal nach vorne ziehen. So, dann muss jetzt das Ganze erstmal gebaut werden, ne? Vorsorglich würde ich dann hier gerne noch eine Fischerhütte und dort eigentlich auch irgendwo. Hier ist doch schön. So. Wir brauchen echt hier ganz schön viel, weil hier würde ich auch gerne ein Warenhaus dann haben, wenn es soweit ist. Und hier drüben nämlich auch. Aber wohin ist die Frage, ne? Dann müssen wir das Ding wohl da hinsetzen. Da kommt hier nämlich auch noch eine Mühle hin. Und ein Schweinestall. Und das Kart-Parking für die kommt dann hier hinter. Das ist ganz schön viel, was jetzt gebaut werden muss. Und wir haben dafür nur 9 Bilder. Ja. Wie gesagt, das alte System, das für jede Baustelle, ich glaube, 4 oder 5 Bauarbeiter immer gesucht werden. Und jetzt zwar nur zu viert das Gebäude bauen, aber dafür dann mehrere gleichzeitig, fand ich ehrlich gesagt besser.
Also quasi, wenn jemand keine Arbeit hatte, dann wurde gebaut. So ist das jetzt nicht mehr. Schade eigentlich. Die Hütte solltet ihr wirklich nun sehr schnell bauen. Eigentlich. Wie sieht's hier aus? Das wird auch immer weniger. Hier kann dann eigentlich auch einer wieder raus. So viel brauchen wir dann nun auch wieder nicht. Euch brauchen wir auch nicht. Sehr schön. So, Holz und Nägel sind da, das heißt, kann jetzt sofort gebaut werden. Da kommt schon mal einer, das ist sehr gut. So. Sehr schön. Als nächstes ist dann dieses Haus hier dran. Haben wir hier nicht auch ein im Warenhaus? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Wo ist denn das nächste? Hier ist das nächste. Hier wird auch das Holz abgeholt. Okay. Und da ist unsere Clay-Mine. So, eigentlich sollte das ziemlich flott jetzt gehen. Ein Messenger. Wir können aber auch Iron kaufen. Da bin ich mal so dreist. Und sag, bitte 500. Komm, sind mal richtige Gönner, kaufen 1000 und verkaufen dafür erstmal nichts, oder? Nee. Dann brauchen wir hier doch mal 2 Helfer und dann gucken wir jetzt mal. Was das Ganze jetzt wird. Einmal auf die Uhr geguckt. Sehr schön. Eigentlich müsste jetzt alles langsam ankommen. Sehr schön. Eine kleine Unterbrechung. So, und weiter geht's. Ja, eine kurze Unterbrechung. Genau, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei diesem Haus. So war's. Stadt ist schon mittlerweile ziemlich groß. Muss man mal
nun einmal auch so sagen. Ja. Das Limestone, das wird auch echt immer weniger, muss man nun einmal auch so sagen. So, wird denn hier ordentlich gearbeitet? Ja, doch, schon ein bisschen was. Sehr, 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 sehr gut. So, dann baut gerade den Giebel drauf. Dann eben nicht. Da kommt noch einer, ja. So, dann können wir uns eigentlich mal um die Schönheit unseres Dorfes kümmern. Das war schon ein Stück zu lang. So, von dort nach dort, bitte. So, dann ihr so nach da. Jetzt die Frage, machen wir das so? Ja, warum nicht, ne? Und dort setzen. Dann nicht. Dann müssen wir jetzt nämlich erst die Birken setzen. Und die Eichen ebenfalls. Hier kann natürlich auch niemand hin, das heißt, der muss einmal kurz weichen. Nein. So. Und noch ein paar kleine Büschchen. Sehr schön. Das müssen wir dann irgendwann noch mal verschließen. So, jetzt wird sogar schon die Kirche gebaut. Das ist doch schön. Haben wir überhaupt dafür genug Holz? Ja. Das ist doch ein schöner Großauftrag. Und die brauchen Feuerholz. Braucht irgendjemand Geld? Du brauchst Geld. Looking for a job. Zwei Männer. Okay, wenn das so ist, ihr könnt ja hier arbeiten. Und ansonsten hier.
Ja. So, jetzt kommt schon das erste Holz. Das ist schön. Und die Nägel sind auch da. Oder kommen, besser gesagt. Da braucht schon wieder jemand Geld. Okay, das ganze Stein ist schon da. Das ist sehr schön. Da kommt die nächste Fuhre. Holz. Wo holen die das ganze Holz eigentlich her, wenn man mal fragen darf? Oh. Es ist ja jetzt schon Erntezeit. Oh. Das ist aber interessant. Okay. Holen die das ganze Holz eigentlich her? Von ganz unterschiedlichen Stellen. Mal von hier, mal von da hinten irgendwo. Okay, wie sieht es denn bei der Ernte aus? Hier ist schon alles abgeerntet und wird gerade eingelagert. Das ist sehr gut. Wie sieht es hier aus? Hier wird noch fleißig geerntet. Hier wird noch gar nichts gemacht, okay. Und hier wird aktuell auch noch nichts gemacht. Und wir haben echt kein Feuerholz mehr. Das ist nicht gut. Wie sieht es hier aus? Ja, das wird langsam was. Okay, jetzt wird hier geerntet. Da ist jetzt auch alles weg. Jetzt werden die hoffentlich hier zu dieser Farm gehen. Hier wird auch das ein oder andere Getreide geerntet. Vielleicht, oder doch nicht. Ja doch, so langsam kommen sie an, die Erntehelfer. Sehr gut, in der Zeit sind hier hinten schon einige Ressourcen angekommen. Okay. Einmal gucken, wie es um die Zeit steht. Eigentlich ja ganz gut. Thank you.
wo bringt ihr denn jetzt, kommt ihr denn jetzt mit dem Holz her? Kommt ihr jetzt von hier die ganze Zeit oder von dort? Ach, von dort kommt ihr. Okay. So, manchmal kommen sie von da, manchmal von da unten. Das ist schon ganz interessant, was hier passiert. Und da brauchen wir Leute Geld. Dort arbeiten jetzt immer noch welche sehr gut. Das läuft doch. So, wird jetzt hier unten mal angefangen mit dem Grundstein und so. Nee, da fehlt immer noch 10.000 Holz. Okay, hier muss jetzt noch die Ernte eingeholt werden. Wenn dort denn mal ein paar Leute arbeiten würden. Das ist noch so eine Sache. Aber ja, sie kommen und ernten jetzt schon mal ein paar Sonnenblumen. Und mir fällt gerade auf, wir müssen echt mal ein bisschen Zeug verkaufen. Sonst haben wir bald ein Problem. So, hier fehlen jetzt immer noch 4.900 Holz. Wenn die doch mal mit vollen Karren kommen würden, dann wäre das Ganze auch deutlich einfacher. Wir haben einen Visitor. Sehr gut. Wie viele Clothes haben wir denn? 60. Was können wir dem noch verkaufen? Wir können dem eventuell Sunflower Oil verkaufen. Aber davon haben wir wahrscheinlich nichts. Nee. Was geht noch? Potatoes eventuell, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ja, bei 2.300 ist jetzt nicht so viel, ne? Wir können ja hier eigentlich mal eine weitere Farm hier hinten hinsetzen, weil wir hier ja doch schon
mittlerweile einiges abgefällt haben. Und da können doch bestimmt die ein oder anderen Felder gebaut werden. So, und hier, meine lieben Freunde, solltet ihr mal ein bisschen hinmachen. Dankeschön. Aber wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.